So, und damit herzlich willkommen zurück zu. Wir bereiten uns auf den kleinen Kampf gegen den kleinen, unverhofft aufgetretenen Drow-Magier vor. Das war wieder so typisch. Ich stolper eine Höhle voller Orks und denke mir nichts Böses dabei und dann steht da plötzlich so ein Magier rum. Tja. Das ist echt der Hammer. Hier, Malani. Und wehe, du greifst uns wieder an, dann gibt's Ärger. So, wir kriegen jetzt erstmal all den wahren Blick. Wieso den Bären? Der hat's nicht verdient. Also, wirklich, jetzt hat der Bär wahrer Blick. Ich glaub's auch. Ist die Magierrüstung vielleicht noch? Und ich glaube, jetzt sind wir erstmal ganz gut ausgerüstet. Kann das sein? Wobei, wir können uns doch mal alle segnen. Mordekinds Schwert können wir auch noch herbeizaubern, oder? Verschwindet dann der Bär. Ja, der Bär verschwindet dann. Aber so ein herbeigezauberter Helm Schrecken ist auch nicht schlecht, oder? Der kriegt jetzt halt auch noch mal. Und dann würde ich sagen, ab ins Portal und dem Drow-Magier auf den Sack hier geben. Jetzt wieder los. Wo willst du hin? Ach, da ist noch ein Kommandant. Okay. Also der ist jetzt tot. So gut wie. Komm, töte ihn. Ah. Du weißt du was? Du nervst. Ja. Ach, ja. Puh. Komm, Helm, Schrecken. Gut, ich würde sagen, das hat sich erledigt hier mit Madame. Ich töte euch fast, Drow Magier. Der ist ja krass. Der Helmschrecken. Können wir den angucken? Hui, Stärke 19, Geschicklichkeit 15, aber wegen der Rüstung hat er nur 1. Der Rest ist auch nicht so schlecht. Er ist intelligenter als wir, würde ich sagen. Rüstungsklasse 24. Alter Falter. Gut, muss hier irgendwie. Oh, schade, der verschwindet schon wieder. Naja, okay. Da ist nichts mehr drin. Dann holen wir uns ein Schweinchen. Es bleibt. Schweinchen? Ich war noch bei der Wildsau. Die haben wir schon lange nicht mehr. Wir haben ja jetzt den Schreckensbären. Oh, guck mal. Ein Auftrag. Eine Notiz. Mit Siegel. Auf dem Zettel steht: Ich habe euch für eure Dienste gut bezahlt. Ihr müsst mich bei der Verteidigung dieser Höhlen unterstützen. Meine Orkkrieger alleine werden die Elitekrieger aus Niewinter wahrscheinlich nicht aufhalten können. Unterzeichnet ist die Nachricht von König Obuld. Ja, aber mit den verehrten Herren und Damen Drow zusammen hat es auch nicht so geklappt. Geht's hier irgendwo noch längs oder ist hier alles abgegrast jetzt? Eine geheime Tür führt sie in die Unterwelt. Müssen wir uns jetzt auf noch mehr Drow gefasst machen? Ja, tatsächlich. Oha. Ein Magier, eine Miliz und eine Priesterin. Och, come on. Gut, gerne. Gut, das war wieder nichts. Oh ja, Assassine. Oh nein, Igitt, Igitt, ich mag das nicht. Lasst mich. Ich bin nur eine Last für euch. Ein Willensamulett. Komm, das ziehen wir schon mal aus. Ach, das ging nicht im Kampf, oder? War das nicht so? Schwere Wunden heilen. Oder doch, es ging doch. Dann ziehe ich nämlich jetzt das hier wieder an. Hallo? Gut, 27 ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Und die Priesterin lebt noch. Alle anderen sind eigentlich auch ganz gut. Die Drow-Priesterin, die ist schnelle brennende Hände. Passt zu Rapunzel Feuerfinger, würde ich sagen. Müssen wir vielleicht öfter mal einsetzen.
wärmen wir den Rücken des Bären. Ist doch sicher auch ein toller Indianername. Rücken des Bären. Ich bin Rücken des Bären. Kratz mich. Okay, das klingt jetzt ein bisschen falsch. Ich gebe es zu. 37 Gold. Gibt es hier noch irgendwelche interessanten Nachrichten? Wie, ich habe das Märchen vom Drow und dem Dings aufgeschrieben. Der Drow und der Hase. Nein. Drow, der dann am Ziel wartet. Toll, vier Schleuderzugeln. Ich bin begeistert. Schleuderkugeln. Kann mich noch jemand heilen? Wow. Was haben wir hier? Ich bin nicht begeistert. Es ist unheimlich. Wo geht das hier lang? Zur Drow-Geheimkommandozentrale oder nach unten? Ja, hier sind noch mehr Drow und da ist noch eine Tür, die unheilverkündend schimmert. Ich bin bald keine Zauber mehr. Hallo? Oh, ich hasse Milizen. Ich hasse sie. Hier. Oh, jetzt greift Malani uns schon wieder an. Tschüss. Nee, 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 nee. So viel Sand und keine Förmchen. Wir haben hier extra nochmal Heilen bekommen. Damit werden wir vielleicht mal Lino bearbeiten. Dann treten wir einen Schritt zurück und heilen uns auch mal selber. Wir haben ja Tränke. Die sollten wir auch benutzen. Beistand. Huh. Gut, wir kommen hier irgendwie nicht vorbei. Ach, das ist der Bär, der hier so... Ach, sind das Schleudersternchen oder was? Ach, ein Drow-Kommandant. Und wir preschen hier so voran. Das ist nicht unbedingt die schlauste Idee. Haben wir denn hier noch was Schönes, wie noch ein Feuerstab? Oder haben wir jetzt inzwischen alles verballert? Nee, Stab des Feuers haben wir noch. Ein Dings haben wir auch noch. Oder hinten steht noch eine Magierin. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Dann kümmern wir uns vielleicht lieber mal um die. Nee, erstmal um den. Der ist unverletzt. Warum? Finde ich nicht in Ordnung. Irgendwie funktioniert der Stab nicht. Der hat Ladehemmungen. Oder der ist einfach immun gegen Feuer, der Typ. Gut, bei dem hat das gewirkt. So, wir machen aber gegen den Magier, oder? Wir haben wahren Blick, hallo? Du kannst überhaupt nichts gegen uns machen. Oh, geh da weg. 28, ja. Weißt du was? Oha, Lino hat's erwischt. Ich glaub's nicht. Ja, Entschuldigung. I'm very sorry. Irgendwie haben wir kein gutes Glück. Gibt es eigentlich auch schlechtes Glück? Man nennt es dann im Allgemeinen auch Pech, nicht wahr? Wir haben gerade kein Glück mit unseren Kämpfen. Ständig wird Malani umgepolt und dann haben wir sie gegen uns. Und jetzt müssen wir gerade ganz viel Geld immer ausgeben, um hier auf dem neuesten Stand zu bleiben. Naja, wenn es zu leicht wäre, wäre es ja auch langweilig. Beistand. Segen für alle. Ach nein, den Bären brauchen wir noch. Das Bärchen hier. Komm her. Dann gibt's Segen für alle. Was kann der nochmal heil stecken? Der kann richtig viel. Das ist natürlich cool. Für dich. Ja, okay. Ich frage mich, wieso man diesen Zauber hier auf alle wirken kann, weil eigentlich ist es ja nur eine Magierrüstung.
Jetzt habe ich den Bären doppelt gesegnet. Gesegnet, ja. Das hat was mit Sägen zu tun. Das ist eine grobzahnige Sägesäge. Ja, wir wollen hier durch. So, der Kommandant kommt angerannt. Ach, wir haben gar keinen wahren Blick. Das ist natürlich ungünstig. Ja, lies erstmal. Gut. Ich finde, du kriegst erstmal das hier reingehauen. Und dann kriegst du nochmal das hier reingehauen. Oh ne, weg. Aus den Tentakeln raus, bitte. Lino, folg mir mal bitte schnell. Folgt mir nach. Gut. Und dann hätte ich gerne... Ich brauche Heilung. So. Die kriegst jetzt erstmal hier. Rache für Wanda. Okay, es bringt nicht so viel, aber... Nee, komm. Wir müssen hier irgendwie was tun. Oha. Zum Glück haben wir unsere Schutzdinger. Die haben wir noch was für Lino. Oh nee, schon wieder. Es tut mir leid, Lino. So. Die und die, die sind echt hart, die zwei Viecher da. Erstmal aus sicherer Distanz. Wir machen jetzt erstmal die Gefahr. Wir beseitigen erstmal die Gefahr. Und dann werden wir uns einmal um Lino kümmern. Ja, das nutzt dir nichts. Sie ist gut gebufft. Gehen wir einmal hier drum herum. Die ist auch schon bald dem Tode nahe. Das finde ich gut. Sehr gut. Dass sie, wie gesagt, mit der gleichen Stimme stirbt wie wir, finde ich gruselig. Und dann sammeln wir erstmal alles Gold ein. Und dann holen wir Lino zurück. Die arme Frau hat wirklich kein Glück mit uns. An diesem Tag. Noch eine Notiz. Elitekrieger hatten wir schon. Ist das die? Irgendwie ist sie doppelt. Ich glaube, der König hat gedacht, doppelt hält besser. Ach, da haben wir nur die 36 Gold verschoben. Kommt immer mal wieder vor, weil meine Maus hakt gerade ein bisschen. Ein nicht identifiziertes Amulett. Das wäre natürlich extrem cool, wenn das irgendwie Rüstungsklasse plus 5 wäre. Aber dann sind zwar schon 2 Minuten, hups, vorbei. Aber wir werden jetzt einmal die Zeit nutzen, zurück zu reisen, uns wenigstens Lino noch einmal abzuholen und dann anzugucken, was dieses Amulett bewirkt. Ja, zweimal hintereinander, doof, ne? Hey, Edegar, du selbstverliebter Hund. Alles klar bei dir? Schon im Pudelverein eingetreten? Hallo, ja, bla 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 bla. Wir wollen nur was identifizieren lassen. Das ist alles gut. Plus 2. Bitte. Was soll das denn? Okay, während ich hier Sachen verkaufe, wünsche ich euch alles Gute. Gehabt euch wohl. Und wir lassen es natürlich gleich nochmal von... jetzt wollte ich aus Versehen den Ring... Es tut mir wirklich sehr leid. Gehabt euch wohl. Vom Bodynock verkaufen. Das ist natürlich eine Frechheit. Ja, schon mal schönes Wochenende für alle, die, für die das letzte Projekt war. Ihr kennt ja den Text.